Dann einen wunderschönen guten Abend und willkommen zum letzten Webinar in 2019, zumindest für FXLED. Ich glaube für dich auch, Thorsten, aber korrigier mich gleich, wenn das nicht der Fall ist. Und ja, ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen im Namen von FXLED. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und wie eben gesagt, haben wir heute ein Webinar mit Thorsten Helbig von Forex Pro Systeme. Aber wie immer, bevor ich den Bildschirm übergebe, müssen wir auch heute den Risikohinweis kurz besprechen. Also dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Ich glaube, Sie kennen diese Sätze von mir, aber das muss sein und ist auch wichtig. Okay. Dann, Thorsten, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm zum letzten Mal in 2019. Ich darf aber auch verkünden, dass wir auch in 2020 Webinare zusammen machen werden. Freue ich mich sehr. Vielen Dank dafür. Ich werde dann auch gleich in den Chat auch nochmal den Link reinstellen, so dass Sie sich dann auch direkt schon anmelden können. Gut, dann viel Spaß und viel Erfolg. Ja, so, jetzt muss ich erstmal ganz kurz gucken, was ich hier jetzt mache. Wir nehmen den so rum. So. Also, erstmal guten Abend in die Runde. Ich habe das jetzt ganz bewusst, das Webinar, auf den Abend gelegt, weil eigentlich machen wir zu diesem Termin oder um diese Zeit machen wir in der Regel das Glühwein-Webinar. Da man mir aber dann einen gewissen Alkoholismus unterstellt, dabei pflegen wir nur eine Alkoholkultur, eine ganz gesunde, hat die Vorbereitung nicht so geklappt. Dafür kleines Sorry, ich wollte es eigentlich vom Kaminofen machen, so richtig schön mit Lagerfeuer, mit Kaminfeuer im Hintergrund und mit einem Glühweinchen mit euch ein bisschen plaudern. Das hat jetzt nicht funktioniert. Dirk hat eben schon gefragt. Guten Abend, Dirk. Nelson, wir werden irgendwie, kriegt Dirk nachher mal ein Mikro, aber wir werden die Zeit begrenzen, okay? Sonst wird das hier nichts. Okay. Kann ich ihn auch abschalten, ja, ne? Abschalten? Ob den komplett abschalten kannst, weiß ich nicht. Nein, wenn du ihn zuschaltest, kann ich ihn doch wieder abschalten, oder? Theoretisch und praktisch, ja. Geil, das wird ein Fest. Ich habe deswegen beschlossen, einfach einen kleinen Rückblick auf dieses Jahr zu werfen. Einfach mal ganz kurz, auch wenn es für mich, sage ich mal, teilweise wirklich ein Scheißjahr gewesen ist, ist einfach sehr, sehr viel schiefgelaufen dieses Jahr. Trotzdem sind wir sehr, sehr dankbar, dass wir gesund und munter und trotzdem noch mit einem Lächeln im Gesicht in die Weihnachtsfeiertage und in die Ruhezeit gehen können. Wir werden dazu jetzt mal ein, zwei Blicke auf die Charts werfen und ich werde erst meine Meinung kundtun und werde dann eventuell dem Dirk ein Mikro geben lassen. So, ich habe vorhin den DAO hier geschortet. Ich weiß, das mache ich sehr selten. DAO ist überhaupt nicht meine Baustelle. Ich hasse dieses Vieh. Ja, es kommt über die Frage rein, was hat der Hund? Hoffentlich nichts Ernstes. Nein, der Hund war auf DAX-Jagd. So, es war wirklich nichts Ernstes. Ich habe vorhin den DAO geschortet, die so eine Dinger, so wie hier, die haue ich jetzt da rein, pack den Stop auf Break-Even und gut ist es. Mehr will ich hier nicht. Für die letzten Tage kostenlos dabei gewesen sind, für die will ich ganz kurz auseinanderpflücken, was wir machen oder was wir gemacht haben. Wir haben hier unsere Setups der letzten Tage. Im Euro-US-Dollar steht und fällt der Markt für uns mit der Marke 1.1109.
Die 1109, die haben wir gestern dann gekauft. Heute waren wir denn sehr weit vorne, ohne irgendwie, da guckt mal hier. Heute Morgen im Webinar haben wir diese Range hier noch eingezeichnet und gesagt, diese sollte nach Möglichkeit nicht verletzt werden. Und wenn doch, dann kann man die als Umkehr nutzen, wenn wir hier einen Spike kriegen, hier oben drüber oder über dieser Kante einen kurzen Spike mit einer Umkehr als Shooting Star etc. Egal, was man da macht, dann kann man dieses Ding auch shorten und seine Long-Position hedgen. Wir haben hier dann ein, oh, Entschuldigung, Lutz, ich weiß, du siehst nichts, bring's auf deine Größe. Entschuldigung, Papa. Wir kriegten dann hier ein bärisches Harami. Als dieses Harami entstanden ist, habe ich gesagt, so, für die Longs geht der Stop jetzt Break-Even plus 5. Und dann schauen wir, was wir machen. Wenn er den Lauf wieder nach unten aufnimmt oder die Richtung nach unten wieder aufnimmt, gehen wir das Risiko ein, dass er die 1.11.02 noch holt. Allerdings war bei der 1.11, kann man eigentlich lesen? Ich brauche mal Support hier. Kann man den Leuten eigentlich auch Schreiben verbieten? Kannst du Lutz meinen Stift, dem Lutz meinen Stift wegnehmen oder so? Der ist doch lieb. Der ist lieb? Okay. Fingerbrechen hilft da. Aber dann, so wie ich ihn kenne, der ist so frech, der schreibt mit der Nase weiter. Haben wir gesagt, okay, dann kriegen wir die 1.11.02 da unten. Die, und wenn wir dann fliegen sollten, dann suchen wir bei der 1.11.02, suchen wir uns einen neuen Entry. Die Nummer ist dann nicht bis zur 1.11.02 gelaufen, sondern bis, zack, oh, ich will nur das jetzt genau machen. Ich will nicht in diesem Chart rumhacken. Bei der 13, und dazu nehmen wir uns jetzt den hier, da genau als diese Nummer hier, diese Umkehr da war, da, bullisches Harami, rote Kerze, bullisches Harami, diese rote Kerze hier hat mich nachher etwas aus der Bahn geworfen. Kann man das erkennen? Hier, okay. Hier ein bullisches Harami, das sollte mit einer blauen Kerze bestätigt werden, hat er nicht gemacht. Dann hat er mir diese neutrale Kerze hier gebastelt und da drüber über diese Kerze gesagt, okay, ich probiere es und gehe wieder long und lege meinen Stop dann unter dieses Tief. Und da sind wir. Da ist die Position genau über dieser Kerze eingestoppt. Ich denke jetzt einfach mal laut, damit man auch versteht, was wir hier machen. Es ist ja manchmal etwas schwierig, das nachzuvollziehen, was in so einer bekloppten Friesenbirne irgendwie vorgeht, wenn man hier aufs Knöpfchen drückt. Und ich versuche immer alles so zu erklären, dass man es versteht. Und meistens versuche ich sogar so zu erklären, dass sogar Lutz das versteht. Und bah! Glaubt mir, Jungs, das ist eine Aufgabe. Für 2020 ist das eine richtige Aufgabe. Also, und da wir jetzt Webinar haben, habe ich gesagt, okay, stopp jetzt hier, break even. Ich habe mit dem Stop da unten drunter angefangen, habe den Stop jetzt break even gezogen, habe jetzt gesagt, okay, hopp oder top. Diese Geschichte lasse ich laufen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Minimum 1.11.70. Ich werde erst bei der 1.11.70 den Stop jetzt wieder anfassen. Solange bleibt das Ding break even. Und bei der 1.11.70 werde ich schauen, wie das Verhalten da oben ist, ob ich eventuell aus der Korrektur heraus die Position dann nochmal verdopple. Weil dieses Setup, diese Position, die wir hier handeln, ist nur als Ergänzung zu der Position von der hier gemacht. Wir haben bei 1.10.10 hier unten schon gelongt und hier in diesem Bereich haben wir bei 1.10.10 angefangen zu longen. Nicht da, noch weiter unten.
So, da hier in diesem Bereich haben wir angefangen zu longen schon vor ein paar Tagen und haben den Stop auf 1,0980 gelegt, haben hier verdammtes Schwein gehabt. Der ist da runtergerast Richtung 1,0980, also bei 1,0985 war ich bei Nelson angerufen und habe gesagt, tu mir einen Gefallen und fischt uns dieses Mal nicht ab. Nein, Quatsch, habe ich nicht. Ich gehe hier ganz bewusst auf dieses Detail ein, damit man einfach mal sieht, ihr habt es hier nicht mit einem Market Maker zu tun, der seine eigenen Kurse stellt und eure Spreads dann so auseinanderzieht, damit er sich die Taschen vollstopft. Bei anderen Häusern wäre das schon passiert. Hier unten haben wir haben wir Schwein gehabt, mit 0,8 hat er unsere Stops verfehlt. Dann sind wir hier hochgelaufen. Wir hatten das erste Ziel bei der 1,1170. Die hatte sogar durchschossen. Aber das hier ist den Inselbewohnern zu verdanken gewesen. Und dann der Rücklauf. Und dann haben wir bei 1,1170, 75 in diesem Bereich haben wir einen Teil der Position rausgeschmissen. Und dann gesagt, die werden wir uns bei 1,1109 wiederholen. Und das haben wir jetzt auch gemacht. Wir haben sie bei uns bei 1,1109 gestern schon geholt, haben sie wieder aufgestockt, vorhin wie gesagt geflogen und jetzt sind wir wieder dabei und jetzt ist auch gut, jetzt bleibt das Ding da drinne und soll laufen. Verständlich, was ich mir dabei gedacht habe oder was ich mir dabei denke? Kann man das nachvollziehen? Lutz, nimmst du mal den Stift weg? Guck mal, da hat schon einer, der schreibt ja mit Q. Okay. Alkohol. Okay. Diese Nummer bleibt jetzt auch so bestehen. Die 1, 11, 0, 9. So. Zack. Zack, die Bohne. So. Wenn wir diese ganze Geschichte hier nehmen, deswegen auch die 1,1102 als maximales Tief unten. Also rein theoretisch könnte er hier nochmal bis in diesen Bereich laufen, hier nochmal ein bisschen was abarbeiten, hat aber vorhin gemacht. Das Tief hat er kurz rausgenommen, das Tief hat er kurz rausgenommen und dann direkt Retour, um wieder nach oben zu blicken. Aber wir haben das Problem, nee, nicht Problem, sondern wir haben zu beachten, dass wir morgen den letzten Verfall haben für dieses Jahr. Ab da wieder freie Bahn. Jetzt wird das hier ein bisschen durcheinander zugehen, auch im DAX ein bisschen durcheinander zugehen. Deswegen habe ich den DAX vorhin auch, die Shorts, da gehen wir gleich drauf ein. Machen wir jetzt noch nicht, machen wir gleich. Deswegen auch diese Nummer. Ich suche mir solche Entries so billig wie möglich. Solche Moves bis hier hoch. Okay. Dann Rücklauf. So ein Rücklauf hier und dann so eine Kerze mit einem Abwartgap eröffnet, drücke ich direkt drauf und handle sowas diskretionär und starte so eine Position, auch wenn er unsere Bereiche hier durchschossen hat. Das hat für mich noch nichts zu sagen. Noch gar nichts. Null. Niente. Und wenn er das Ding Break-Even rausschmeißt, du schmeißt das eben Break-Even raus. So, jetzt kommen wir zu diesem Kumpel hier. Und dieser Kumpel, den haben wir mit folgenden Marken gehandelt. Wir haben immer wieder, immer wieder geschortet. Und ich werde, kann und werde dieses Viech auch nicht kaufen. Jetzt kam die ganze Zeit immer die Fragen, bist du bekloppt? Wieso shortest du immer deine Shorterei? Die geht mir auf den Sack. Ne? Ich weiß gar nicht, ob Hans Hermann da ist. Ich verstehe das nicht. Warum gehst du immer short? Und bla bla bla. Immer wieder. Und mir kommen auch genug andere in die Quere und sagen, ja, aber hier, da kann man long und da kann man long und das kann man so machen. Nein. Jeder Händler hat seinen eigenen Stil.
Und ich habe meinen eigenen Stil. Und wer bei uns im Paternoster-Club ist oder wer unsere Performance verfolgt, und ihr könnt das in unserem Newsletter seit 1. August fast jedes Wochenende nachverfolgen, welche Positionen wir handeln, welche im Verlust enden und welche im Gewinn enden. Und selbst in dieser Phase, wo alles long schreit, wo wir geschortet haben, wie immer wieder, haben wir immer wieder Strecken erwischt, die richtig, richtig geil gelaufen sind. Wenn ich dran denke, letzte Woche Montag und Dienstag, wir haben Montag angefangen zu shorten, haben dann ein bisschen was mitgenommen, haben dann am Dienstag früh geshortet, wo alles auf Long gebürstet war. Wenn mich nicht alles täuscht, hatten wir da auch das Video oder das Webinar mit Nelson zur Markteröffnung, wo ich sagte, wir sehen uns bei der 12.900 wieder. Dirk hat mich dann korrigiert, gesagt, wenn dann genau 12.886. Die 886 war dann auch das Zünglein an der Waage. Trotzdem kann ich in diesen Geschichten nicht kaufen und jetzt erst recht nicht. Und ich kann es euch auch gleich erklären, warum und warum ich das auch nicht tun werde. Wir haben dann gestern Morgen, kann man in der öffentlichen Aufzeichnung nachvollziehen, haben wir bei der 13.368 geschortet und diese Nummer habe ich vorhin bei der 13.188 geschlossen. Geschlossen deswegen, weil er mir einfach zu zügig von der 13.138, von der 13.140 zu zügig zurückgelaufen ist und die Emma in Angriff genommen hat. Und als er die Emma dann versucht hat, kaputt zu machen, war mir klar, mit diesem Move, mit diesem Schwung, da kann mehr passieren. Und es ist vor dem letzten Verfall, bei dem Hexensabbat, ist es immer etwas schwierig. Die Märkte sind dort nicht, für mich, nicht so sauber kontrollierbar. Nochmal, ich versuche euch immer, meine Denke so zu erklären, dass man sie auch versteht. Was geht in meinem Kopf vor? Warum, wieso, weswegen handle ich das? Wenn man das nicht kann oder wenn man das nicht verfolgen will, sagt bitte Piep, dann wechsle ich das Thema. Dann reden wir über Weihnachtsmänner. Also über Nelson oder Dirk oder Lutz oder Carsten. Über portugiesische Weihnachtsmänner zum Beispiel. Kann man ja auch mal reden. Ist ja auch mal ein Thema. In dieser Situation, so wie wir hier sind, und dazu gucken wir uns jetzt mal den Daily an, in dieser Situation kann und werde ich nicht kaufen. Es ist nicht mein Stil. Ich bin im DAX kein Scalper, kein Kurzfristhändler. Das überlasse ich denen, die es können. Heiko zum Beispiel, der ist da ziemlich perfekt. Ich mache mal den Chart hier ein bisschen leer. Da sieht man noch ein bisschen was. So. Ich versuche im DAX immer Szenarien hinzukriegen oder Positionen hinzukriegen, die ich mit kleinen, für mich kleinen, relativ kleinen Stops starten kann und dann in eine Swing-Position, in eine mittelfristige Position umwandeln kann. So der Start gestern bei der 13.368. Die Problematik, die sich manchmal daraus ergibt, und so hat sie sich ergeben, wer die Webinare verfolgt hat, diese Woche konnten ja alle kostenlos tun, konnte man sehen, dass ich gestern schon bei einer Positionsgröße von 65 DAXen gelandet war und heute war die dann gewachsen bis auf 130. Und wenn dann so ein Rücklauf entsteht, dann kriegt man schon ein bisschen kalte Füße, weil das geht dann relativ zügig. Dann sieht man die Scheine durch den Saal fliegen und das macht dann keinen Spaß. Und dann kann man auch mal so eine Position glattstellen von der 13.368 bis zur 88. Unten sind 180 Punkte und da kann man auch mal Danke sagen, wenn man das innerhalb von 2 Tagen und dann noch kurz vor Weihnachten. Ich bin verheiratet, da weiß man, wie schwierig das ist, so ein Weihnachtsfest überhaupt
hinzukriegen, ne? Dann ist man froh über jeden Cent, den man im Markt irgendwo verdient. Also, wenn ich mir dieses ganze Szenario angucke und wenn man sich diese Kerzenformation hier anguckt, ich bin vorgestern früh drauf eingegangen, als das war gestern und vorgestern früh haben wir um 9 morgens geschrieben, als die Eröffnung hier stattgefunden hat, habe ich gesagt, wenn das mal nicht ein bärisches Engulfing wird im Daily, solche Dinge haben in der Regel wirklich eine entsprechende Wirkung und eine entsprechende Aussagekraft. Und wenn ich dann sehe, das ganze Jahr, schauen wir uns das mal an. Wir kommen von der, ich runde ganz bewusst 10.200 und wir sind bei der 13.000 knapp 500 hier oben gelandet. Wir sind praktisch 3.300 Punkte nach oben gerannt mit einem kurzen Zwischenstopp hier im Sommer. Danach ging es wieder stramm nach oben. Solche Situationen hier sagen mir, ich lese ja aus dem Chart, ich arbeite nicht mit solchen Marken wie andere. Solche Ansichten sind für mich da. Eine Marke dürfte allen bekannt sein, die hat Dirk auf dem Deckel, die habe ich auf dem Deckel, die deckt sich ausnahmsweise mal direkt, die 13.329. Und wir haben hier diesen Bereich ein paar Mal angelaufen, hier ein kurzer Fake raus, hier nochmal ganz kurz, dann nach unten, Umkehr, wieder zurück, durchmarschiert, oben raus. Nochmal, bisschen oben, versucht ein bisschen Luft zu schnappen. Hier eine Umkehr wieder rein. Und jetzt sollten wir das Ende oder das Tief hier unten holen bei 13.040 nach ABC haben wir die Marken gestern aufgerufen, 13.206, 13.154 und 13.079. Und wenn man sich den Chart jetzt mal in 5 Minuten anschaut, dann kann man sehen, welche Marken er, na komm her, mein Kleiner, du zick doch nicht wieder rum hier. So. 13.206 hatten wir gestern aufgerufen. Hier sind wir exakt bei der 13.206. Dann haben wir gesagt, die nächste Marke 13.154, die hat er um 5 Punkte heute früh verfehlt, um dann dieses Tief zu machen, was aber nicht sauber genug ist. Weil da unten hätte eigentlich die 13.079 kommen müssen. Dadurch, dass wir aus dieser Range im Tageschart, den ich euch gerade gezeigt habe, erst die Fakes nach unten hatten und dann den Fake nach oben, ist der Anlauf von oben nach unten mit einem wesentlich besseren CRV zu handeln als von unten nach oben. Und ich versuche immer, so eine Position mit einem kleineren Risiko zu fassen. Und ich wechsle mal jetzt dazu wieder in den Daily, ne? Und dann sehen wir, dass wir im Januar 18 hier oben in diesem Bereich, da hat er das hochgemacht am 23.01. Und ab da gab es nur noch eine Richtung. Da hat er hier unten diese 11.700 ausgebildet, die eine harte Nummer gewesen ist, eine harte Nuss gewesen ist. Und seitdem gab es nur noch diesen Weg von da nach unten. Fast exakt über ein Jahr hat er diese Geschichte abgearbeitet, bis zur 10.200, 10.250, 3.000 und 300 Punkte ungefähr, um die dann dieses Jahr exakt nach oben durchzuarbeiten. Und jetzt fangen die Jungs hier oben an zu schwächeln. Und wenn wir das jetzt noch gebacken kriegen, dass wir eventuell im Daily Chart so noch einen Trendwechsel hinkriegen,
dann ist Punkt A das Ding ziemlich perfekt. Und wenn wir jetzt noch hier in diesem Bereich nicht mehr kaputt machen, die 13.329, die dürften wir noch mal holen. Deswegen sind Short-Positionen würde Thorsten? ja. Also ich konnte dich jetzt gerade nicht hören. Du warst kurz weg. Ja, warte mal, ich habe mein Handy auf dem Schreibtisch liegen. Da habe ich Bluetooth anders mit dem, hatte sich mit dem gleichen Headset verbunden und mein Papa hat angerufen. Mein Papa ist 86, der kennt diesen Begriff Webinar nicht. Wenn ich dem sage, ich habe ein Webinar, der denkt, er irgendwie ist jetzt am Tresen oder so. Aber jetzt kann er mich wieder hören, oder? Jetzt ist alles gut, ja. Alles gut. Okay. Also, das heißt, wenn ich in diesem Bereich hier irgendwo mir eine Long-Position suchen sollte, ich mit meinem Handelsstil, wenn ich hier versuche, Long zu gehen, muss ich mit sehr, sehr weiten Stops arbeiten. Ich habe keine Setups und ich habe keine Anhaltspunkte hier im DAX mit kurzfristigen Mitteln, mit 8, 6, 8 oder 10 Punkten irgendwie in den Markt zu gehen. Das ist hier im DAX nicht mein Stil. Im Euro machen wir das regelmäßig, aber im Euro handeln wir auch zehntausende Konten mit 3 Standard-Lots. Das ist unser Stil. Unser Stil ist, dort 12 Punkte rauszuholen, mit 3 Lot 300, $350 zu verdienen und dann ist der Tag gelaufen, dann ist das Ding gut. Alles andere sind dann die Swing Trades, die holen wir uns ebenfalls nach anderen Analysen. Hier im DAX bin ich nicht angetreten, um kurzfristig zu handeln. Deswegen suche ich mir grundsätzlich immer hier die Positionen raus, wo ich mit einem besseren CRV davon komme. Und das bessere CRV, wenn ich mir das jetzt mal anschaue, und jetzt, selbst wenn ich hier jetzt im Stundenchart gucke, wäre für mich als nächstes Ziel hier oben die 250. Das heißt, 44 Punkte jetzt im Moment nach oben. Aber mein Stop muss unter die 38. Das heißt, ich habe 70 Punkte Stop und müsste hier oben, hätte da oben ein Ziel. Also, funktioniert bei mir nicht. Wenn jemand kurzfristig im DAX handeln will, dann muss er oder sollte er lieber dem Heiko folgen oder Dirk seine Marken mal in Angriff nehmen. Die kann man dann auch nehmen. So viel nur zur Erklärung, warum ich immer wieder shorte. Das Problem ist auch eine reine Kopfsache, das wisst ihr alleine. Der Martin S. aus Österreich hat das mal auf den Punkt gebracht, verloren wird zwischen den Ohren. Da ist genau das Problem. Wenn ich zwischen Long- und Short-Positionen immer hin und her springen muss im Kopf, dann kriegt meine Friesenbirne das nicht hin. Ich kriege das im Kopf nicht geregelt, mir dann auch vernünftige Ziele zu. Und es gibt ganz, ganz wenige Positionen, die ich dann in der Form handle. Wir haben zwischendurch mal von der 13.150 bis zur 2.80 hochgehandelt. Da konnte ich auch mit einem Risiko von 15 Punkten reingehen, weil es eine Marke aus meiner Analyse stammte, wo ich mir dieses kleine CRV erlauben konnte. Und es diente nur dazu, mir Munition für Shorts zu verschaffen. Ist hier genauso. Ich finde hier im Moment keine vernünftigen Long Setups. Nehmen wir jetzt mal den Blick darauf, was uns erwarten könnte. Das kommt unterstützend dazu. Sollten wir hier oben in dem Bereich 13.329 nochmal anlaufen, was durchaus passieren kann, das will ich gar nicht ausschließen. Obwohl statistisch gesehen, nach dem großen Verfall, nach dem dreifachen Hexensabbat, der ja nun mal morgen ist,
nach dem dreifachen Hexensabbat ab 13 Uhr die Kurse in der Regel anfangen zu bröckeln. Die Jungs, die ihre Bücher zumachen wollen, kurz vor Weihnachten, die werden auch anfangen, ihre Position zu schließen und ihre Gewinne zu realisieren. Das dürfte die Kurse etwas bröckeln lassen, auch wenn wir es nicht den Riesenschub nach unten kriegen, aber es dürfte dazu führen, dass auf jeden Fall ein paar Kurse, also ein paar Kursabgaben oder erfolgen dürften. Hier könnte das sogar von der Formationstechnik her, wenn das hier ein Köpfchen wird, wird das hier eine Schulter, dann hätten wir einen langweiligen Januar. Deswegen, Januar klinke ich mich auch komplett aus, nur mal so am Rande. Im Januar bin ich komplett weg bis zum 20. ungefähr, 15., 20. ungefähr in diesem Zeitraum klinke ich mich komplett aus. Wir könnten einen sehr langweiligen Januar kriegen mit dieser Spanne. Das Einzige, was ich tun würde, wenn wir wieder hochlaufen, hier bei der 13.329 Shorten. Wenn wir einen Fake kriegen, einen Fehlausbruch über dieses Hoch hier und den Schlusskurs wieder drunter, unterstützt es mein Szenario nur. Und dann wären meine Ziele als erstes mindestens zack, bei 12.400. 12.300, 12.400. Die Marke kennen wir und dafür lege ich mir hier schon mal eine dicke, fette Linie hin. Dicke, fette Linie sieht so aus. Da. So, das wird das erste Ziel sein, was ich nach unten extrem anlaufen will. Es kann sein, dass wir hier eine langweilige Phase kriegen, muss aber nicht. An der Börse ist wie im Swingerclub, alles kann, nix muss. So, so viel zu der Nummer. Das heißt, für mich kommen auch für Anfang des Jahres keine Long-Position in Frage. Null, niente. Ich weiß, ich würde mich in dieser Phase und so, wie meine Birne funktioniert, würde ich mich komplett gegen den Markt stellen und mir würde der Kackstift immer ein paar Zentimeter aus der Hose gucken, wenn ich so eine Position in der Größenordnung eingehen würde, wie ich jetzt die Short-Position eingehe. Ist nicht mein Stil. Ich will entspannt bleiben und deswegen handle ich das, was ich sehe und nicht das, was ich sehen will. So viel zu der Nummer. Also hier komplett short unterwegs. Wir haben übrigens seit 1.8. und die Performance vom 1.8. kann man nachvollziehen. Ich werde sie in der Abschlussmail, in der Jahresabschlussmail werde ich sie vervollständigen. Wir sind vom 1.8. bis dato sind wir bei über 7.000 Punkten, die wir aus dem Markt gekitzelt haben und die man alle komplett nachvollziehen kann. Wir reden hier nur von Positionen, die wir vorher veröffentlicht haben, die wir gemeinsam im Webinar veröffentlicht haben oder analysiert haben oder die wir in unseren Blogs vorher gepostet haben und erläutert haben. Nichts hinterher. Und ich glaube, so eine Geschichte in den 4 Monaten oder 5 Monaten hinzukriegen, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und dann ist mir das scheißegal, ob irgendjemand was sagt, warum gehst du nicht long oder so. Dirk, du kommst gleich zu Wort, mein Lieber. Ich lasse sie doch nicht alleine. Gute 7.000 Punkte haben wir da rausgezogen. Wir haben auch jede Woche die Position einzeln aufgelistet. Die letzten 3 Wochen war es ein bisschen anstrengend. Deswegen habe ich die Position nicht einzeln aufgelistet, aber in den Blogs kann man das nachvollziehen, was wir da gemacht haben. Nicht 7.000 Euro, sondern 7.000 Punkte oder Pips. Schreibt man Pips eigentlich mit einem weichen B oder mit einem harten B? Und wenn, dann mit einem oder mit zwei?
Weiß das jemand? Na, Nelson weiß es anscheinend nicht. Also, da fragt man sich, was weiß er überhaupt? Ton ist aus, Ton ist nicht aus, oder? Nee. Nein, alles gut. Der Dirk hat doch eine gute Antwort hingeschrieben. Der Dirk. Ja, Pippi ist was für Mädchen. Ne? Dirk, schön, dass du dich da auskennst. Schade, ich hätte heute gerne mit dir am Kaminofen gesessen. Du im Tütü, im Röckchen oder als Weihnachtsengel. Das wäre, nee, als Engel nicht, das wird nichts. Okay, also hier diese ganze Geschichte komplett short. Ich gehe in keiner Version irgendwo long, erst wenn wir einen Tages-, wenn nicht sogar einen Wochencharten-Schlusskurs über 13.600 haben, dann würde ich drüber nachdenken. Alles, selbst wenn der hochgeht an die 13.6, vermute ich dort einfach nur Fakes. Es gibt für mich keinen Grund. Überhaupt nicht. Null. Niente. Kann man das verstehen? Kann man meine Denke nachvollziehen, warum das so ist? Der Fritze. Eisfritze. Danke, mein Lieber. Euch beiden, dir und deiner Gisela, auch ganz, ganz frohe Feiertage. Ich weiß, du gehst jetzt Eis essen wahrscheinlich. Okay, den Euro sehe ich genau andersrum. Diese Geschichte, wenn wir uns den hier mal anschauen, im Daily haben wir eher noch die Chance, das ganze Ding nach oben zu prügeln, wenn er es nämlich schafft. Ich lasse mal die 1,25 da oben weg. Wenn er es schafft, die Kurse jetzt da drüber zu drücken. Schräge Linien, schräge Vögel, ich weiß. Ist mir aber völlig Latte. Mein Ziel ist es, genau, guckt euch die, wie diese Kante angegriffen wird hier und wie massiv das ist. Hier sind die Dochte viel länger, viel kleinere Körper. Da konnte man davon ausgehen, dass er sich dort wieder abstößt. Hier genau das Gleiche. Hier verändert sich gerade das Bild. Hier werden die Dochte sehr lang, aber hier sieht man schon mal, dass die Bullen an Kraft gewinnen. Und wenn wir einen Tagesschlusskurs über diese Linie haben und den Tagesschlusskurs da oben drüber haben, da über der 1,1170, die wir ja auserkoren haben, oder 1,1175, die wir hier auserkoren haben, Tagesschlusskurs dort oben drüber, wird das Ding beflügeln bis zum, so, suchen wir uns doch mal ein Ziel, oder? Man muss ja Ziele haben im Leben. So. Zack. Da drauf. Und schon landen wir da oben bei der knapp 1,15. Deswegen werde ich hier diese Position greifen und werde die Long durchziehen. Das, was ich im DAX Short durchziehe, ziehe ich im Euro Long durch. Okay, so viel komplizierter will ich das gar nicht machen. Wer mal bei uns ein Seminar oder so besucht hat, weiß, ich mache sehr, sehr viel aus dem nackten Chart. Und das sind meine Sichtweisen oder meine Erklärungen, die ich gerne mal loswerden wollte. Ich hatte mir überlegt, dass wir vielleicht heute noch so als kurze Fragestunde machen. Also wenn jemand Fragen dazu hat, dann könnt ihr die jetzt bitte hier reinhauen, dann würde ich da drauf noch eingehen, weil Nelson hat vollkommen recht. Es ist mein letztes Webinar bis Mitte Januar. Das Jahr war für uns
sehr, sehr hart und ich würde, nee, würde ich jetzt noch nicht. Wenn der Dirk was sagen will, dann kann er jetzt bitte Piep sagen und dann würde ich ihm ganz kurz das Wort geben. Dann kann ich mir nämlich einen Glühwein holen in der Zeit, wenn er denn möchte oder wenn er denn darf, wenn der Nelson ihn lässt. Aber selbstverständlich. Dann schauen wir mal, dass wir das auch technisch hinbekommen. Oder ich. So. Gibst du ihm bitte ein Mikro, was wir laut und leise drehen können? Was? Und vor allem, wo wir das Echo rausnehmen können. Ich glaube, den haben sie in den Keller gesperrt. Verstehen kann ich's. Also so wie das halt, entweder haben sie ihn auf die Treppe gesperrt, musste ich als Kind auch immer. Ich musste immer auf die stille Treppe, wenn ich frech war. Echt, Dann hat es das auch halt? immer so gehalten. Es halt, wirklich? Ja, und wie? Das, wenn ich Jetzt. rede oder wenn du redest? Naja, jetzt geht's, wenn du redest. Es geht aber, Dirk. Ja? Lass dich nicht verrückt machen. Okay, ich stelle mal hier ganz leise, nicht, dass es damit zusammenhängt, weil eigentlich ist es immer ganz gut entkoppelt. Ja, Ich Tag kann ihn nicht erstmal, ne? verrückt machen, der ist schon verrückt. Ja, schön. Ich wollte eigentlich gar nicht, aber wenn du mich schon so drängelst hier, du hast schon dreimal erwähnt, dass ich hier was sagen soll, kann ich auch nicht mehr Nein sagen. Ne? Also Du von wolltest daher, doch die ganze Zeit schon. ja, ich bin ganz hibbelig, ich bin ganz aufgeregt. Wie Ja. immer, natürlich. Soll ich mal kurz auf den DAX irgendwie auch mal irgendwie ein bisschen was erzählen? Ja, erzähl was. Macht Sinn, ne? Dann brauche ich aber mal ein Bild. Darf ich dir den Bildschirm übergeben? Das darfst du. Ja, mein kriegt er nicht. Wieso nicht? Du bist immer so geizig, Thorsten, ne? So, jetzt muss ich mal Nein, dein Bildschirm da ist er. geben. So, guck mal. Schön, ne? Man siehst du, das sage ich doch, der wollte schon die ganze Zeit. Ich habe gedacht, ich muss ja mit irgendwas, muss ich mir die Zeit vertreiben hier. Ja, dann Ja. erstmal ganz offiziell Hallo natürlich auch von meiner Seite und danke, dass ich was sagen darf. Darf der Thorsten bei mir auch ganz selten, von daher ist das immer völlig legitim, weil das macht ja jeder sein eigenes Webinar und will ja keiner den anderen irgendwie durcheinander bringen. Das mache ich beim Thorsten ja schon oft genug, er bei mir auch. Und man soll es nicht meinen, ne? Auch wenn der Thorsten als Beispiel irgendwie strong short ist und ich dann halt aber irgendwie strong long und trotzdem haben wir beide die gleiche Sicht auf den Markt. Auch wenn das erstmal gar nicht so klingt. Aber ich gehe da mal ganz kurz drauf ein. So, bei mir gibt es wenigstens ein Bild, aber wie man sieht, ich habe schon die Sportklamotte an. Ich bin nämlich direkt danach durch die Tür. Jetzt habe ich hier nur einen falschen Bildschirm. So, der müsste jetzt aber stimmen, soweit. Grundsätzlich bin ich da ganz beim Thorsten. Also ich sehe halt auch im DAX irgendwie so im großen Bild überhaupt nichts irgendwie halt long, auch wenn wir irgendwie gerade long sind. Und das Ding ist halt immer nur, wie soll ich das sagen? Also der Thorsten hat es ja vorhin auch schon ein bisschen beschrieben. Er macht halt, hat halt die Langstrecke halt eher auf dem Schirm und ich bin so der Mittelstreckenläufer. Und ich glaube daher, und das muss man halt immer so ein bisschen differenzieren. Wir haben gestern war es, glaube ich, wo wir noch gesprochen haben auch, und der Thorsten hat auch gemeint, ja, Short bis 2020 und nie long. Sag ich, ja, ich will ja erstmal nur runter bis dahin, wo es grün ist, bei 1343. So, wer will ich gar nicht, ne? Aber grundsätzlich, bei mir halt auch so, ich habe es auch in meinem Blog genauso beschrieben, das macht halt alles gar keinen Sinn mit Long. So, das heißt aber nicht, dass die nicht auch mal an eine Stelle kommen, wo halt wieder Käufer in den Markt kommen. Weil ich meine, der Markt macht ja vor allen Dingen halt eines, er läuft halt im Zickzack. Und egal, ob da jetzt Käufer kommen oder halt Short aufgelöst wird, spielt ja keine Rolle. Irgendwann geht er halt wieder hoch. Und deswegen ist mein Ansatz, ist ja halt immer der, ich versuche ja was halt irgendwie fürs Daytrading da halt rauszuschneiden. Das heißt, mir geht es halt immer darum, irgendwie halt so ein paar Punkte in irgendeine Richtung. Das sind jetzt aber auch nicht unbedingt jetzt zum Beispiel beim Heiko, der hier jetzt leider nicht dabei ist. Der Heiko ist ja irgendwie mit 5, 6 Punkten immer schon ganz glücklich. Ich versuche aber halt immer Strecken irgendwie von 40, 50 Punkten halt irgendwo zu machen. Und bei mir war halt, also generell halt auch die 329 von hier oben an. Das ist jetzt hier der Stundenchart im DAX. Rechts ist der Dow, den kann ich auch mal kurz wegmachen. Also hier im Stundenchart.
das ist halt so meine Welt, in der ich halt unterwegs bin, weil ich da halt immer die Bewegungen halt für Intraday ganz gut rausschneiden kann. Und da war halt 329, habe ich gesagt, das Ding runter bis auf 143. Und das hat er auch tatsächlich jetzt gemacht. Ich habe halt gestern gedacht oder vorgestern schon, das geht irgendwie mal am Stück bis dahin, wollte aber dann auch nicht. Und hat jetzt sehr, sehr schleppend ist es halt da runtergegangen. Aber hat halt die Strecke jetzt auch gemacht. Also das war genau das, was ich geschrieben habe, bis dahin, wo es wieder grün wird. So, und das ist jetzt halt hier die erste grüne. Und das war jetzt halt für mich aber halt auch ganz klar ein Long Entry. Ne? Den konnte man handeln mit einem Stop von 5 Punkten. Und ich wusste halt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass wir halt hier nochmal nach oben ziehen. Wie weit, weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Ich habe ja auch keine Glaskugel, aber generell ist das halt ein Punkt, wo ich halt der Meinung war, da wird es erstmal halt eng für die Bären und weil das halt einfach nochmal interessant ist, halt zu kaufen. Also das sieht man jetzt hier nicht nur im Stundenchart, weil wir hier auch schon mal einen Anstieg hatten. Hier jetzt auch kein neues Tief. Die Genauigkeit, dafür habe ich halt eine eigene Herangehensweise. Aber generell war das halt relativ klar, dass das halt funktionieren würde. So, und deswegen ist das jetzt hier erstmal, das sieht man jetzt halt auch hier in dem Bild sieht man es, halt hier erstmal eine Long-Position. Ne? Da gab es zwei Einstiegspunkte, das war halt der erste und der ist bis hierhin und da sind wir halt erstmal raus und hier war halt der zweite im Rücksetzer auch nochmal exakt getroffen und der läuft jetzt halt noch. Ich habe ihn nicht ganz genauso gemacht, wie ich ihn gepostet habe, aber vom Prinzip her ist es halt gleich. So, und aber nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt mal auf den Wochenchart halt hier mal gehe. Was meine Bedenken sind, einfach im DAX Long die ganze Zeit. Und deswegen war ich da halt auch die letzten Tage nur Short. Ich dachte, das kann nicht funktionieren. Relativ einfacher Grund ist für mich eigentlich der, wenn man sich halt mal den Anstieg von den Amis anguckt, also jetzt speziell halt im Dow, den ich ja halt auch handle. Und dann ist es dort eben so, der Dow liegt über 60% über seinem ATH seit der Trump-Wahl. Und der DAX, der klebt gerade so dran, ja. Und wenn man das halt mal irgendwie zugrunde legt, also dass wir da eine Korrelation haben und nach der könnte der Dow eigentlich bis 100.000 laufen, der DAX hätte immer noch kein neues ATH. Und weil der DAX ist halt auch nicht der Dow, das darf man halt nicht vergessen. Und der DAX ist einfach nur seitwärts. Mehr macht er seit Jahren nicht. Der läuft einfach im Kreis. Immer wieder rauf, immer wieder runter. Und mehr passiert da nicht. Also hier im Wochenchart wird das halt ein bisschen deutlicher. Hat halt hier war dann das ATH. So, dann kam halt gleich wieder nichts mehr und hier war auch eben der Abverkauf. Das sieht man jetzt hier in der Wochenkerze natürlich nicht. Der ging aber genau los bei 329. So, die kamen jetzt wieder und genau dort haben die jetzt schon zweimal in Folge auch wieder draufgedrückt auf den großen Knopf und haben den nach Süden geschickt, den DAX. Und das hier ist jetzt noch die unfertige Wochenkerze, die wir hier jetzt sehen auf der rechten Seite hier. Ne? Die ist natürlich noch nicht fertig, das ist erstmal ein Platzhalter. Ich gebe jetzt halt nur zu bedenken, also mal angenommen, hier die 143, wir haben heute Mittwoch, Donnerstag, die hält ja jetzt erstmal. Jetzt habe ich keine Ahnung, was über Nacht passiert und was morgen passiert. Wenn die das Ding aber morgen da oben hinkaufen wieder an die 329 und morgen ist Freitag und dann haben wir natürlich eine Wochenkerze, die dann eben auch droht, nach oben auszubrechen. Zumal wir eine davor haben, die auch nicht gerade sehr bärisch ist. Ja, Und dann bin aber ich. lass uns mal noch die paar Punkte wieder runtergehen, dann haben wir ein bärisches, ein Geilchen, hast du genau das Gegenteil. Richtig, klar. Ich sage ja nur, wenn. Ne? Es ist ja immer ein Wenn, dann. Ich habe keine Glaskugel. Ich sage ja nur, wenn der morgen Mittag da oben irgendwo steht, dann bin ich halt so ein bisschen skeptisch, ne? Was das halt eben angeht mit Short. Und aber grundsätzlich, ich meine, sind wir ja da einer Meinung. Vor allen Dingen halt, weil, ich meine, wir haben kein neues Hoch hier. Und auch, das habe ich letztens auch noch jemand gesagt, ein Scalping-Ansatz ist zum Beispiel, mal angenommen, das hier wären jetzt irgendwie 5-Minuten-Kerzen. Und ich habe hier ein Hoch und ich habe da ein Hoch. Da wäre der ideale Short-Einstieg ist immer dazwischen. Das ist fast idiotensicher. Und weil das hat immer so nichts Halbes, nichts Ganzes. Kein neues Hoch, kein Ausbruch. Hier ein paar Stops gefischt, da oben kauft keiner mehr. Und deswegen sind das immer gute Short-Einstiege. Das kann natürlich hier genauso gelten. Also es spricht einfach viel dafür, weil das Ding eben seitwärts ist, weil der Dow ist heiß gelaufen, der kann aber noch heißer laufen, das macht ja alles nichts. Man sieht ja auch, ne? Ich meine, der klebt an der Decke, hat heute wieder neue ATHs gemacht. Und der DAX hält sich gerade so über Wasser, hier über der 13.200. So, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, Short war ich voll bei Thorsten,
aber eben halt nur bis zu dem Punkt hier unten. Da ist bei mir Okay, halt, hat Short halt aufgehört. Ne? dann reden wir Haben. an der 8,7 wieder. Bitte? Dann reden wir an der 8,7 wieder. Ja, klar, das kann ja alles sein. Das ist natürlich möglich. Also ich bewundere dich da auch für deine Geduld und Ausdauer. Ich hätte die halt nicht. Ne? Ich versuche halt immer irgendwie lange Positionen zu machen und dann irgendwann kriege ich dann halt Nervenzusammenbruch. Dann muss es dann doch schließen. Weißt du, wo der Unterschied ist? Was denn? Ich bin verheiratet. Da Ja, lernt man das kann Geduld sein. in Nelson. Ich war nur gespannt, was du jetzt sagst. Da ist natürlich möglich, dass das damit irgendwie zusammenhängt. Nee, aber ich meine, man sieht ja hier schön, ne, das kann halt auch ein Reversal werden. Und für mich ist halt die Short-Anlaufstelle, also nicht mehr hier dazwischen, sondern wenn das Ding morgen hochgeht, dann hier oben, oberhalb der 13.268 bis maximal 13.29. Da fange ich dann halt an, Short zu suchen, weil es wäre erst ein Reversal, wenn es nämlich da oben drüber läuft. Ne? Weil hier haben wir halt die letzte Welle. Vor der Abwärtsbewegung, zack. Und das ist entsprechend auch der relevante Punkt. Alles dazwischen ist eher so, weiß ich nicht, ne? Ist relativ uninteressant. Und das ist natürlich interessant und da sind wir halt eben wieder bei 13.329. Wäre aber völlig okay, einmal da hoch und dann plapp runter. Von mir aus. Das kann Okay. durchaus so kommen. Du sollst mal Ja. Sport, sonst Bitte? brauchst du, sonst brauchst du wieder ein weiteres Hemd. Was brauche ich wieder? Ich muss noch mal lauter machen. Ein weiteres Hemd. Ach, ein weiteres Hemd, ja. Es ist ja bald Weihnachten. Ja, genau. Ja, da geht der Trend schon mal zum Zweithemd. Nee. Okay. Super. Also was ich eigentlich wollte, und deswegen war ich eigentlich froh, dass du da bist. Ich wollte eine grobe Richtung. Meine, wir haben beide wenigstens eine Gemeinsamkeit, das ist die 13.329. Die zweite, nee, den Rest haben wir nicht gemeinsam, weil ich bin freundlich und lieb, zum Beispiel. Aber wir können auch nicht alles gemeinsam haben. Nee, dafür siehst du halt besser aus als ich. Das kommt natürlich selbstverständlich erschwerend dazu. Ja. Ich wollte eigentlich, und deswegen bin ich froh, dass ich euch beide hier habe, eigentlich, wir haben es jetzt auch 5 Minuten vor, und wollte an dieser Stelle zwei Sachen. Einmal bin ich sehr, sehr happy, dass dieses Jahr so gelaufen ist, wie es ist, wie es ist. Die Performance mal ganz draußen vorgelassen. Wenn ich so bei uns in der Community rumgucke, sehe ich, glaube ich, dass der Weg, den wir jetzt beschritten haben oder den wir beschreiten, genau der richtige ist. Ich darf allerdings ohne Namen, das wollte er nicht. Wir haben hier einen Neukandidaten bei uns in der Gruppe, bei uns in der Community, der mich eigentlich saustolz macht. Und ich will dieses Beispiel einfach mal erzählen, um anderen eventuell Mut zu machen. Mit jedem Kunden, mit jedem Interessenten, der sich unserer Geschichte widmet, rede ich in der Regel eine halbe Stunde oder eine Stunde selber und versuche immer rauszukitzeln, wie weit ist er, was will er überhaupt, wo will er hinkommen. Und gebe fast jedem den gleichen Weg und die gleiche Chance und die gleiche Richtung. Aber ich sage, pass auf, das Beste ist, probier es einfach mal so oder so. Und jetzt haben wir so einen Kandidaten dazwischen. Sorry, wenn ich zu dir Kandidat sage, ich glaube, du bist sogar hier anwesend. Mit dem habe ich in der ersten Augustwoche in Norwegen telefoniert, bin ich unten am Bootshaus spazieren gegangen, wir haben 1 Stunde, 1,5 Stunden telefoniert und merkte, er ist nicht ganz börsenunerfahren im langfristigen Bereich, im Aktienbereich und dann ist er über eine Paketlösung zu uns gekommen und hat dann im August angefangen zu handeln, gefragt, was machst du? Und dann hat er gesagt, ja, du rechnest deine Beispiele mit einem 10.000er Konto, ich mache das auch. Wenn du es so sagst, dann mache ich das. Dann hat er am Anfang irgendwie noch ein bisschen was nebenbei probiert und hat mir jetzt vor 3 Wochen oder 4 Wochen erzählt, dass er dann irgendwann gesagt hat, pass auf, jetzt habe ich hier ein Paket gekauft und spiele es hier irgendwo anders rum. Das ist totaler Quatsch. Sondern wenn du dich auf eine Richtung oder auf einen einlässt, dann musst du dich auch darauf einlassen. Ansonsten ist es herausgeschmissenes Geld. Dann machst du ja mehr kaputt als heile.
ich habe daraus sehr viel gelernt, aus dieser Aussage sehr viel gelernt, weil der gute Mann, der handelt seit August auf dem 10.000er Konto und hat sich konstant jeden Monat 20% auf sein Konto geschaufelt, hat jeden Monat genau 2.000 Euro auf diesem Konto gemacht. Und ich glaube, mit der heutigen DAX-Position ist er auch im DAX damit durch. Das ist, was ich damit sagen will, ist, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass viele von euch oder viele von den Händlern da draußen scheitern, weil sie Punkt A, 5 Broker haben, wo ich mir heute sage, was soll der Blödsinn? Wozu brauche ich 5 Konten, 8 Konten bei 10 Brokern? Mit jedem muss ich mich irgendwo, auf jeden muss ich mich neu einschießen. Will ich wichtig tun? Will ich vor den anderen als wichtig dastehen? Will ich mich irgendwo selbst darstellen? Oder geht es mir darum, konstant mich auf eine Sache zu konzentrieren und Geld zu verdienen? Und genauso schädlich oder genauso nachteilig ist es, sich auf 25, 30 verschiedene Strategien einzulassen. Ich kann wohl meinen Horizont erweitern, wenn ich eins drauf habe, wenn ich ein Regelwerk beherrsche, mit dem ich konstant mein Geld verdiene. Dann kann ich wohl meinen Horizont erweitern. Also das ist ja nicht so wie mit einer Ehe, ne? Wenn man seine erste Frau, wenn man die im Griff hat oder wenn man mit der klarkommt und das läuft alles zu Hause, heißt es nicht, man soll sich jetzt die zweite anschaffen, weil die erste funktioniert dann. Nein, ist nicht meine Denke. Hier an der Börse ist es aber so. Hier ist es ganz einfach so, lasst euch auf eins ein, was zu euch passt und dann zieht diese Nummer durch. Und dazu möchte ich euch eigentlich ganz gerne einladen in Gänsefüßchen und möchte euch vielleicht ein bisschen animieren, vielleicht mit unserer Community das nächste Jahr entweder nur bei uns in der Community oder bei uns im Club mitzumachen. Wir sind ein ganz entspannter und illustrer Haufen, glaube ich. Wir sind nicht ganz so langweilig. Wir versuchen es auch entspannt zu machen und der Börse den Ernst ein bisschen zu nehmen. Über die Performance, glaube ich, brauchen wir nicht groß reden mit 7.000 Punkten seit 1.8. Ich glaube, viel besser geht es nicht. Was ich allerdings auch, muss ich fairerweise sagen, auch wenn ich es ungern sage, zum Teil dem Stereotrader zu verdanken habe, den ich nun... Was gibt's da zu lachen? Das ist eigentlich zum Heulen. Den ich nur schon das vierte Jahr mit dir zusammen bediene, der mir auch mit eben durch die Limit Pullback, wir haben neulich mal so ein, zwei Beispiele, gerade vor anderthalb Wochen bin ich in eine Short-Position 47 Punkte besser reingekommen, nur dank dieser Order, wofür ich einfach mal Danke sagen will, auch wenn Dirk und ich lange nicht immer einer Meinung sind, was den Markt betrifft, aber das ist auch absolut legitim. Dafür haben wir unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Ansätze und wichtig ist nur, dass man seinen Ansätzen und seine Sichtweise dann auch folgt. Und nicht zuletzt einer saustarken Gemeinschaft. Wir sind bei über 1.500 Leuten angelangt, denen ich sehr, 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 sehr dankbar bin, denen ich sehr viel zu verdanken habe, weil die Performance, die wir machen und alles, was ich lerne, lerne ich auch aus der Gemeinschaft, heute noch. Du kannst alt werden wie eine Kuh, lernst immer noch was dazu. Ich lerne heute noch aus den Fehlern der Leute, die mich begleiten. Deswegen sind das für mich auch keine Kunden oder keine Schüler oder sonst irgendwas. Ich bin auch kein Coach, ich bin kein Guru, nichts. Ich bin stinknormaler Händler, der einfach von anderen Leuten lernt. Und dieses Gelernte gebe ich gerne weiter. Und ich kann euch nur ans Herz legen, probiert's einfach. Probiert es einfach. Ihr habt mit dem Stereotrader von Dirk habt ihr eine geile Plattform. Mit dem Stereotrader bei Forex Pro natürlich noch eine viel bessere. Ihr habt mit FX Flat einen sauguten Partner. Wir haben mal Danke in die Richtung nach Ratingen. Wir arbeiten jetzt seit 2 Jahren sehr intensiv, wie soll ich sagen, ausschließlich zusammen. Und ich habe bis heute das erste Mal in 15 Jahren, die ich mir bewege, ist es das der erste Partner, die erste Partnerschaft, wo ich keinen Tag bereut habe, wo ich mich nicht einmal mit irgendjemandem
streiten musste, anlegen musste. Wir haben einfach alles sehr, sehr professionell, sehr unbürokratisch, sehr offen und ehrlich miteinander geregelt. Dafür ein dickes, fettes Danke nach Ratingen und ein dickes, fettes Danke an meine immer, immer weiter wachsende Community. Ohne euch wäre ich lange nicht das oder lange nicht dort, wo wir heute sind. Und das letzte Danke geht an meine Familie, die mir immer den Rücken frei hält, Junior, der den Laden mit mir aufgebaut hat, und mein Team, die im Hintergrund immer dafür da sind, damit hier auch alles zuverlässig funktioniert. In diesem Sinne möchte ich mich eigentlich hier aus der Runde jetzt verabschieden. Nutzt die Weihnachtstage, euch ein bisschen um eure Familie, um eure Lieben zu kümmern. Guckt mal ein bisschen weg vom Chart. Das muss nicht jeden Tag sein. Wir mit 7000 Punkten und die Performance alleine die letzten Tage. Wir haben heute 180 Punkte im DAX realisiert. Was will man mehr? Wenn man damit nicht zufrieden ist, dann sollte man überlegen, ob man nicht vielleicht die Branche wechselt. Gier ist hier genau das Falsche. Nutzt lieber die Zeit mit euren Lieben, mal ein paar Spiele zu spielen, mal am Tannenbaum zu sitzen, mal auf eine Kerze zu gucken und einfach mal nette Gespräche zu führen und einfach füreinander da zu sein und nicht immer nur den Talern hinterher zu rennen und den ganzen Tag vor der Kiste zu hocken. In diesem Sinne sage ich danke an alle, dass ihr da wart. Danke, die uns dieses Jahr begleitet haben, und ein dickes, fettes Danke für das nächste Jahr. Ich freue mich jetzt schon drauf. Nelson, ich glaube, das war heute unser 47. Webinar. Ja, was ich sehr geil finde, was immer wieder Spaß macht, und danke zu euch nach Rating. Ich freue mich auf 2021. Wir hören uns wieder Mitte Januar. Bis dahin bin ich weg. Danke. Ja, vielen, vielen Dank. Ich sehe gerade, der Dirk hat sich schon verabschiedet, der ist geflüchtet. Nein. Aber der Thorsten war gerade sehr persönlich und da wollte ich nicht mein Gesicht die ganze Zeit zeigen. Das wäre unhöflich gewesen. Deswegen habe ich hier mal ein kurz anderes Bild gemacht. Möchtest du auch noch was sagen, Dirk? Nö. Alles gut. Ich möchte jetzt nicht das letzte Wort haben. Das hatte Thorsten, das hat er auch sehr schön gesagt. Und ich sage aber auch natürlich Danke an Thorsten an der Stelle. Ja, ich möchte mich natürlich auch bedanken bei Thorsten. Bei dir selbstverständlich auch. Einmal im Namen von FXLED für die super Partnerschaft. Ja, Thorsten hat eigentlich schon alles gesagt dazu und macht mir riesen Spaß mit euch hier auch die Webinare zu machen und den Kunden und den Teilnehmern sowieso, das seht ihr auch immer wieder im Chat, das gute und super Feedback, und freue mich natürlich, dass wir in 2020 genau da an der Stelle weitermachen und natürlich auch uns verbessern und immer wieder neue Sachen ausprobieren werden, und da werden auch neue Projekte kommen, neue Produkte seitens FXLED, da können Sie schon sehr gespannt sein. Also das Jahr 2020 wird sehr, sehr interessant. Und ja, ich glaube, mehr kann ich da gar nicht ergänzen. Thorsten hat wirklich alles sehr schön gesagt und ich schließe mich da an, wünsche Ihnen natürlich auch allen noch ein schönes Weihnachtsfest, schöne Feiertage. Genießen Sie die Zeit auch mal ohne die Börse. Einfach mal abzuschalten und dann mit neuer Energie wieder an die Sache ranzugehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie nächstes Jahr auch mit dabei sind, und ja, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wenn Sie diese Woche noch handeln, natürlich trotzdem noch viel Erfolg. Passen Sie auf Ihre Positionen auf wie immer und hoffentlich dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank euch beiden, vielen Dank an alle Teilnehmer. Schönen Abend. Tschüss zusammen.